Bitte. Mein Führer, die Russen erzielen Durchbruch auf Durchbruch. Reserven sind nicht mehr vorhanden, eine Versorgung aus der Luft findet nicht mehr statt. Das heißt, dass keine Munition mehr herangebracht werden kann. Im Norden steht der Russe kurz vor der Weidendammer Brücke. Im Osten am Lustgarten, im Süden am Potsdamer Platz, im Westen im Tiergarten. 300 bis 400 Meter vor der Reichskanzlei. Wie lange können Sie noch halten? Maximal ein bis zwei Tage. Gilt das auch für das Regierungsverkehr? Jawohl, mein Führer. Mein Führer, als Soldat schlage ich Ihnen vor, den Durchbruch aus dem Berliner Kessel zu machen. Bedenken Sie, im Krieg um Berlin sind bereits 15.000 bis 20.000 der besten Offiziersjahrgänge gefallen. Aber dafür sind die jungen Leute noch da. Das war ein Befehl! Der Angriff Steigers war ein Befehl! Warning. This software is provided as is without warranty of any kind and is to be used at your own risk. The use of this software is done at your own discretion and risk and with agreement that you will be solely responsible for any damage to your computer system or loss of data that results from such activities. You are solely responsible for adequate protection and backup of the data and equipment used in connection with any parts of this software. And the creator will not be liable for any damages that you may suffer in connection with installing, using, modifying or distributing this software. No advice or information, whether oral or written, obtained by you or from the creator shall create any warranty for the software. Do you have read and understand this agreement, and accept and agree to all of its terms and conditions and enter into this agreement voluntarily, with full knowledge of its effect? Yes. Or no. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Bringen Sie mir Fegelein! 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 Well then, let's play. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Anders kann man das nicht machen. Sie haben nichts Unrechtes getan. My little pony. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen... Ja, 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 ja! Sie wollen da wie verloren. In einem rangschwächslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlacht von Red Buffy. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Dann schalten die Armee! Kehrtwacht! Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an deinem Befehl? Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Mama hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Und wir sind seinem Willen verpflichtet! Jetzt suchen Sie ihn! Ich bin Fingerzieh! Der Russe schon so nah? Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Das war ein Befehl! Kommen Sie, ich muss hier raus! Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Sie werden das saufen in Ihrem eigenen Blut! Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich hab das einmal mitgemacht! Das reicht! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Wir sind Soldaten! Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet! Sofort!
Der treueste der Treuen. Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird. Und allein mit der Aufgabe ist der Mann auf der Stelle hinzurichten. Und was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wird er kämpfen bis zum letzten Mann. Ich verstehe. Sie soll ehren! Ich halte Gunther an der Zahn! Aus! Der Angriff steigert auf Befehl! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Dann zeig die Armee in Kirchbach! Ah! Ja, wir haben am Starken möglich gemacht! Was soll denn das heißen? Wollen wir das hier aufgeben? Das ist undenkbar. Der Führer der neue Kräfte kapituliert. Im November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Das ist sie doch immer. Es wollen viele Fehler gemacht sein, sie unerbittlich. Das ist der schlimmste Verrat von euch! Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Das sagen ausgerechnet Sie, Norfolkist, ein rücksichtsloser Karrierist. Der Angriff steigert auf Befehl! Meine Unterschrift und eine Kapitulation so gut zu sein. Ist der Russe schon so nah? Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen! Sofort! Er ist Himmlers Adjutant, er muss zur Verfügung stehen. Steiner angreifen. Das ist purer Wahnsinn. Was soll das heißen? Sie können Fäge noch nicht finden. Ein Suchen, Zähne! Anders kann man das nicht machen. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Ist der Russe schon so nah? Die gesamte Generalität ist nicht weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feigling! Ja, vielleicht schon dort! Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen.
Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Aber er wird niemals kapitulieren. Die Stadt Feiglinge, Verräter, Versager! Nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Was hat er denn gemacht? Himmler! Kapitulieren niemals! Das ist empört! Und Armee verloren. Es ist mein Wille! Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Dann soll die Armee im Kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront! Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Meine Unterschrift unter eine Kapitulation zur Kunde zu setzen. Was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße. Erstens, Spitze Wenk liegt südlich Schwielosee fest. Zweitens, sofort! Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst, aber er wird niemals kapitulieren. Sofort! Sofort! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Mama! Der Angriff Steiners war Befehl! Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Verrat! Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Ja, vielleicht schon! Affen zum Beispiel. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Nur hier in Berlin, nur hier kann alles gerettet werden. Und den letzten Mann dafür einzusetzen, das ist unsere Pflicht.
schlage ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt, der den Bolschewiken Einhalt zu gebieten in der Lage ist. Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Jetzt suchen Sie ihn eben! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Unter euch ausgerechnet, Himmler! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Jetzt will er das Schwein angreifen. Das ist purer Wahnsinn. Ich muss hier weg. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Das ist der schlimmste Verrat von allen. Ja. Es ist unwahrscheinlich, dass Wenck mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee Wie lange können sie noch halten? Wenn die Sowjets vor Berlin zurückgeschlagen werden, so wäre das ein großes Beispiel. Die ganze Welt würde aufhorchen. Ja, ich hatte recht, nicht in meine Pläne einzubringen. Der Angriff Steiners war ein Befehl! Dann entblößen wir die Westfront! Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Welchen Kräften, mein Führer? Ja, ist das denn wahnsinnig geworden? Holla! Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Der Divisionsgefechtsstand der Flak am Zogen gemeldet ist sich hier. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen!
Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Jetzt suchen Sie ihn! Die Korruption in unserem Staat muss nicht gemacht! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Er jagt mir eine Kugel durch den Kopf. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Kapitulieren niemals! Das ist empörend! Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Mama! Der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Das war ein Befehl! Gruppe Stein, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt suchen Sie ihn! Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Kapitulationsurkunde zu setzen. Das reicht!
Er wird niemals kapitulieren. Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht. Ich habe das einmal mitgemacht. Das reicht. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feigling! Mein Führer, Steiner. Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Benk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Himmler soll einer verdienten Strafe. Aber Himmler war stark, er hat Verrat geübt. Ja, das hat er recht, die Recht in meine Pläne einzuweihen. Ist er schon so nah? Ich muss hier weg. Kommen Sie, ich muss hier raus. Jetzt suchen Sie ihn! Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Ist
dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Lass dieser kulturlosen Best in Europa das schwemmen. Ausgerechnet Himmler! Dann entblößen wir die Westfront! Der treueste der Treue! Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden ersaufen in ihrem eigenen Blut! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Jorge. Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Komm an! Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sie wieder fangen. Versuchen Sie, ne? Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Ohne Schritt! Führer, die Russen erzielen Durchbruch auf Durchbruch. Reserven sind nicht mehr vorhanden. Eine Versorgung aus der Luft findet nicht mehr statt. Das heißt, dass keine Munition mehr herangebracht werden kann. Versuchen Sie, ne? Bringen Sie mir Fegelein! 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 Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Das ist sie doch immer. Ich sehe das anders. Göring will die Macht an sich reißen. Diese Mischpurke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Das riecht nach Putsch. Ist der Russe schon so nah? Jeder hat mich belogen, sogar die Öffnung! Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn! Dieser Versager, dieser Schmarotz!
will, dass Göring sofort entmachtet wird. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Es fehlst du, das ist unumstehbar. Egal, was passiert, wir werden nicht kontrolliert. Das ist der schlimmste Verrat von allen. Meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Und dann, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Und dann, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Sofort! Was aufhängen! Der war korrupt, immer schon! Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Dann entlösen wir die Westfront. Dieser Versager, dieser Schmarotz. Ein paar Vanille Faulpelz. Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Von allem Anfang an bin ich so verrückt! Und betrogen worden! Holen Schmidt hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Was hat er daraus gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Wendt noch eingreifen kann. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Er jagt mir eine Kugel durch den Kopf. Mein Führer. Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Aber alle dieser Verräter werden bezahlen. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Aufhängen!
Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Benk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Und das alles ausgerechnet! Versuchen Sie ihn! Ich will Federn sehen! Sofort! Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Gilt das auch für das Regierungsverschein? Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Dieser Versager, dieser Schmarotz! Ein wildfremder, unberechenbarer Künstler! Das ist purer Wahnsinn! Siehst du, Mama? Von vor kommt der Beschuss! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen! Was hat er daraus gemacht? Nur um zu lernen, wie man Messer Gabel hält! Holen Sie mir Fegelein! Versuchen Sie ihn! Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Ganz Europa erobert! Kommen Sie, ich muss hier raus! Fährt mal! Ist der Russe schon so nah? Nein! Nein! You have been warned. Goodbye. Mein Führer, wir brauchen eine Anweisung für den Fall, dass die letzten Munitionsreserven aufgebraucht sind. Ich werde niemals kapitulieren, niemals. Ich untersage Ihnen, wie jedem anderen Truppenführer, die Kapitulation. Thank you.
Thank you.